Jo, da bin ich wieder. Gestern war ein wunderschöner Tag und ich habe die diesjährige Flugsaison begonnen am 3.5.2024 mit viel Elan und Spaß. Am Anfang einer Saison ist es ganz notwendig, für die Passagierflugberechtigung mindestens drei Starts, drei Landungen zu machen. Dabei trainiere ich aber auch immer Notfalllandeübungen und anderes. Ein Teil dessen habe ich euch in diesem Film aufgenommen und wünsche euch dabei viel Spaß. Gerne bitte abonniert auch diesen Kanal, das hilft mir sehr und gebt mir auch ein Like. Und jetzt viel Spaß. Synchronität. Okay. Wenn man unseren Treibschauerplatz genommen hat, dann gilt es erstmal diese Dinge zu beachten. Handbremse anziehen, ganz wichtig. Magnete einschalten. Zünden. Der Motor läuft. Ganz wichtig ist auch sofort den Öldruck zu kontrollieren. Wenn ich jetzt hier die Kamera tun muss. Das Mikrofon bzw. den Funk einschalten. Jetzt ist der Funk eingeschaltet. Und auch den Transponder schalte ich ein. Ebenso die Höhenangabe. Die wird geeicht auf 82 Fuß. Itzehoe Radio von Delta Mike Tango Romeo November. Weiter oder wie? Nee, Ulle, ich mache noch zwei, drei Landungen und dann ist auch gut für heute. Alles klar. Ja, nach wie vor die 2-0. Wenn es mal eine Variable, momentan so 2, 6, 0 mit 8. Dank dir, Ulle, ich roll zur 2-0. Bis gleich. November abflugbereit, bis zur 2-0, geht in die Bahn und startet. 2 November. Wenn man auf die Bahn gerollt ist, kann man die Bremse auf Flight stellen und den Rotor vorrotieren. Wenn der Wind leicht von rechts kommt, hält man den Knüppel leicht nach rechts, damit der Wind nicht unter den Rotor drücken kann. Die Rotorgeschwindigkeit ist jetzt bei 200 Umdrehungen. Der Knüppel kommt an den Bauch, man rollt an. Und wird jetzt gleich erleben, dass das Flugrad sich als erstes vom Boden ablöst. Flugrad ist oben, man beschleunigt weiter.
Berg ist hoch. Wir beschleunigen erst bis auf knapp über 100 und gehen dann nach oben weg. Zur Landebahn 2.0, also 200 Grad ausgerichtet. Man kann immer hinten den 0 wegstreichen, dann hat man das in Grad. Und melden den Gegenanflug, sobald wir auf etwa der Hälfte der Höhe der Landebahn sind. Wenn man gegen einen Flug bis 2.0 zum Touch kommt. Um die Landebahn liegen, nämlich den Gegenanflug in 180 Grad zur Landebahn, dann den Queranflug in 90 Grad zur Landebahn und dann den Endanflug in 0 Grad zur Landebahn. Ja, darum, wenn wir quer bis zur Zone. So, jetzt befinde ich mich 90 Grad zur Landebahn, nehme das Gas weg. Der Sinkflug ist eingeleitet, man fliegt so etwa mit 100 bis 110 Stundenkilometer, hat ein leichtes Sinken und wenn man dann gleich eintritt in den Endanflug, dann meldet man den Endanflug, beziehungsweise in unserem Fall, da wir ja dann wieder durchstarten wollen, den Touch and Go. Erinnerung, wenn wir Touch and Go bis zur 2.0. Jetzt hier für die Demonstrationszwecke lasse ich ihn einfach kommen, wie er kommt. Normalerweise nehme ich mir eigentlich vor, die Schwelle vorne zu treffen, aber das kommt mir jetzt nicht unbedingt darauf an. Man sieht, dass man sich schön der Piste nähert und kurz bevor man dann aufsetzt, geht man mit dem Stick 1 mm zurück. Das mache ich jetzt. Wird langsamer. Noch 1 mm zurück. Noch 1 mm zurück. Noch 1 mm zurück und der Tragschrauber setzt auf. Gebe ich wieder Gas, halte den Stick schön weit hinten, damit er weiter beschleunigt. Das Hauptfahrwerk hat abgehoben, ich beschleunige über der Bahn auf knapp über 100 und dann geht es nach oben weg.
geht es in den Querabflug. Alles, was links rum geht, wird immer nur als Querabflug, als Gegenanflug, als Quer zur Bahn bezeichnet. Alles, was rechts rum geht, wird mit dem Namen rechts noch versehen. Also rechter Abflug, rechter Gegenanflug, rechter Queranflug. Jetzt gehen wir in den Gegenanflug und melden uns dann auch gleich als im Gegenanflug befindlich. Aber besser wurde, wenn man Gegenanflugpiste vorbereitet. Delta-Romulus-Wendler macht jetzt eine Notlandeübung auf der 2.0 aus 1000 Fuß über der Schwelle 2.0. Traufe, geh mal höher jetzt, ne? Naja, ich versuche es ja immer auf 10.000 Fuß zu machen, aber ich komme nie so hoch, weil so läuft, das ist das Problem eines Tragschraubers. Ach, wir schnacken nachher mal in Ruhe darüber, du, mit deinem Schnäppchen, dann kriegen wir das in die Hände. Ja, da brauche ich dann schon mehrere. Warum ist dann dein Querflug? So, ich habe jetzt vor, eine Notlandeübung zu machen. Die habe ich heute zur Einleitung der Flugsaison schon aus 1000 und 500 Fuß gemacht. Beide waren dann sehr, sehr gut und haben genau dann auf die Schwelle gepasst. Man fliegt nämlich jetzt in 1000 Fuß die Schwelle an. Über der Schwelle nimmt man das Gas weg und dann versucht man in einer kreisrundenden Bewegung zum Boden hin dann wieder auf der Schwelle in Richtung der Landebahn zu landen. Jetzt fliege ich also die Landebahn an, befinde mich auf 1000 Fuß und melde dann die Notlandebeginn. Warum November über der Schwelle 2.0 auf 1000 Fuß Notlandeübung. Gas weg und jetzt muss ich mich in eine Kurve bewegen. Ich muss die Geschwindigkeit kontrollieren, sie sollte nicht zu niedrig werden, also am besten so bei 100, 110, meinetwegen auch ein bisschen schneller, bei 1000 Fuß habe ich viel Platz noch bis zum Boden, um noch allerlei anstellen zu können. Jetzt gehe ich in Richtung der Piste und befinde mich nun auf etwa 700 Fuß, was viel zu hoch ist. Das heißt, ich mache jetzt hier nochmal eine ganz kleine Rechtskurve, was jetzt natürlich tragisch ist, weil dadurch verliere ich eine Menge an Höhe, möglicherweise zu viel, um dann die Piste noch zu erreichen. Das ist also jetzt ein echtes Luxusproblem. Und nun habe ich mich auf die Piste eingerichtet, nehme Fahrt auf, nämlich etwa die 100 Stundenkilometer, in dem Fall ein bisschen mehr, weil ich noch zu hoch bin, um etwas Höhe mehr abzubauen. Bläre jetzt am Boden aus und setze auf. Das war jetzt ein etwa um 50 Meter versauter Notlandeanflug. Das ist natürlich dann nicht ganz so gut. Ne? Das ist also jetzt als missglückt zu werten. Aber wie bei allen Dingen in der Fliegerei konzentriert man sich auf vieles, geht manches schief.
wieder zum Steigflug, um etwa wieder die 900 bis 1000 Fuß in der Platzrunde zu haben. Da wir momentan keinen Platzrundenverkehr haben, ist das also auch kein Problem, wenn man sich etwas außerhalb der Regel verhält. Hat man andere Flieger in der Platzrunde, sollte man das möglichst korrekt einhalten, damit jeder weiß, wo der andere sich befindet. Delta Romeo November zum Gegnerflug für Notlandeübung auf 500 Fuß. So, wir sind jetzt auf 800 Fuß. Ich werde jetzt das weitere Steigen abbrechen, weil ich gleich die Schwelle in 500 Fuß anfliegen will. In den meisten Flugschulen wird aus 500 Fuß sowas nicht geübt. Das finde ich sehr schade, denn seit ein paar Jahren dürfen wir in einer Mindestflughöhe von 500 Fuß uns bewegen. Und dann sollte man auch aus dieser Höhe, wenn es der einzige Punkt ist, wo man landen kann, unter einem ist, diesen auch erreichen. Info, moin, von der Delta Echo Tango, Sierra Tango. Delta Echo Tango, Sierra Tango, zum Moin. Delta Echo Tango Sierra Tango, eine Tesla 182 auf einem BF-Abflug von Hamburg zu Ihnen. Kurze Frage zunächst, welche Bahn habt ihr heute im Betrieb? Die 2.0 ist im Betrieb und der Wind ist jetzt West mit 5. Okay, dann die 2.0 ist im Betrieb und Westwind mit 5 Knoten, ne? Delta Echo Tango Sierra Tango. Wir würden dann ungefähr so in 10 Minuten zu ein paar Platzrunden zu Ihnen kommen. Der Moment viel Verkehr. Na, ich habe einen Tragschrauber in der Platzrunde, das war's momentan. Okay, Delta Echo Tango Sierra Tango, dann würde ich sagen, melden wir uns dann, wenn wir im Gegenanflug sind. Delta Echo Tango Sierra Tango. Hallo, Radio. Hallo, Delta Echo India, India Hotel. Vor der Halle Tesla 172, eine Person. Erstmal Platz und dann nach Erol. Ja, India TV besprochen. Delta Romeo November beginnt auf 500 Fuß den Notlandeanflug auf die 2.0. Da ist weg. Jetzt habe ich nicht viel Reserve, weil keine Höhe. Muss also schnellstens drehen und dann mich auf die Piste ausrichten, denn sonst komme ich nicht sauber hin. Das sieht allerdings jetzt sehr schön aus. Und könnte durchaus was werden. Und ja, es ist ein Volltreffer. Perfekt. So, und damit schließen wir das jetzt hier auch ab, machen einen leichten Überflug über die Landebahn und gehen jetzt mittig der Landebahn raus. Delta Romeo November schließt die Landeübung ab und verlässt die Bahn. Ja, Romeo November. Na, das hat gut geklappt. Wenn 500 Fuß klappen, da muss man wirklich sagen, da hat man keinerlei Variationsmöglichkeiten. Und das war nun wirklich wieder ein schöner Abschluss. Während es aus den 1000 Fuß ja bei diesem Effekt eben nicht so ganz gut klappte, denn da hatte ich ja die Schwelle überflogen.
Dann sieht man jetzt eine Maschine, die dort ihren Warm abmacht, also die lässt ihre Motor jetzt erstmal warm laufen und macht auch einen Check der Zündkreisläufe. Deswegen komme ich jetzt bei meiner Einfahrt etwas schwierig rein und halte erstmal Abstand, denn durch den Propellerstrom können natürlich auch kleine Steinchen und so weiter hochgeschmissen und hochgewirbelt werden. Da muss man sich ja nicht unbedingt Sand stahlen lassen. Hast du auch so ein Rauschen, wenn die Funke, oder? Ja, ein leichtes Knistern ist da drin.